Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge in Thüringen. Die Ernte läuft weiter auf Feld 29 und 10. Auf 10 läuft mehr oder weniger alleine. Na Quatsch, ja teilweise. Und ja, halt ein Drescher und ein Abfahrtsfahrzeug und Feld Nummer 29, da fahren zwei Drescher und drei Abfahrzeuge. Und ich tue ein bisschen bei Feld 10 unterstützen, weil nur ein Fahrzeug ist ein bisschen wenig. Den Augenblick, wo der jetzt abfahren tut oder ausleeren, kann ich eingreifen und helfen. Nebenbei muss ich noch ein Fahrzeug zu Feld 29 bringen, um da später mal das einzurichten, dass da Strom gefahren wird. Wie man sieht, es steht. Dann muss ich mal kurz auf dem Feld fahren. Anscheinend ist der nicht, naja, nicht eingestellt, glaube ich. Oder ich habe es gemacht oder nicht. Nö. Mal rauf ins Feld. Ach so. Dann will man ganz kurz vom Feld runterfahren. Weil der Kurs ist nämlich vom Hof und geht komplett rum. Und geht hier aufs Feld. Und da ist Feld 10. Müsst ihr jetzt eigentlich finden, normalerweise. Ja, gut. Jetzt klappt das. Ich muss halt sehen, dass ich jetzt den nächsten Schwung aufnehme, weil ich brauche eine Weile, um da zurückzufahren. Beziehungsweise ich werde hier mal mich hinstellen, also außerhalb des Weges, und dann werde ich mit einem Traktor, der am Hof noch steht, zu Feld Nummer 29 fahren. Das Förderband. Und da ist die Ernte, ja, fertig noch nicht, aber wir kommen der Sache näher, ne? Sag mal so. Und da wäre es hilfreich, wenn man das schon vorbereitet. Da will ich Stroh nämlich einsammeln und los zum globalen Markt fahren. Da muss ich mal sehen, wie ich am besten hinkriege, dass es da funktioniert. Ein bisschen zu doll gefahren. Mal da angucken, wo noch lag. Bin kaputt? Na kann, glaube ich eher nicht. Ja, Mais und auch noch ernten. Aber gut. Mit alles, was noch werden. Sobald wir hier die Ernte fertig haben und Gerste, dann haben wir auch noch Zeit, genug Stroh reinzufahren oder fahren zu lassen. Die Ballen werde ich abfahren. Und ja, das lose Strom muss halt automatisch gehen, ne? Vielleicht brauche ich auch einen dritten Sammler. Kann sein. Weil das ziemlich viel ist.
Mal schauen. Ein Traktor haben wir in der Freie, sobald die Ernte abgeschlossen ist. Und öfter mal so eine Störung drin, ne? Keine Ahnung, wo es herkommt. So eine FPS-Einbrüche. Naja, es gibt ja bald neue Grafikkarten, ne? Aber wie gesagt, sind die Zuckerrüben schon reif? Gucken wir gleich. Dann kann ich meinen Plan. 27 wollte gucken. So, ein Wachstum. Dunkelgrün. Also kein Stress. Der Zuckerrüben sind normalerweise im Herbst fällig, also eigentlich fast bis zum Schluss. November, Oktober in den Dreh, bevor der Frost kommt. Wie das Feld links ist, überschaubar. Da kann ich mir ein Fahrzeug ausleihen. Das wäre genau richtig für den Marsch. Von der Menge her. Vielleicht haben wir noch ein kleines Feld. Also irgendwas ist hier gemacht, gewaltig Ressourcen fressen, aber sie wird noch was. Alldrive oder Großplay? Glaube ich eher nicht. Die haben mit der Grafik nichts zu tun. Oder wenn die Bäume dargestellt werden, das kann natürlich sein. Da ist schon der erste da. Ja, wir müssen hier warten, bis wir das andere erledigen, sonst fahren sie über den Haufen. Ich muss nur schauen, im Zusammenspiel, wie das funktioniert. Sammeln und zurückbringen. Mal kurz hier rausgehen. Weil sonst wackelt man nicht her, wenn man mit den Augen gucke. Also mal gucken hier. Kurven, das ist ja nebensächlich. Das ist. Auch nebensächlich. Das ist hier Fahrzeuge und hier. Gittermodus. Breiteres Hut. Für einen Traktor zeige Fahrt. Sofort. Mir geht es nämlich darum, dass ich im Prinzip jetzt nachher das so machen möchte, dass zum Beispiel Kursplay sammelt und gleichzeitig ein Kurs, das könnte hier funktionieren. Theoretisch. Aber nicht Gras, sondern Stroh. Das müsste ich mal so probieren. So, wer da? Mal schauen, was der andere macht. Speichert. Da muss ich nur gucken, her. Vielleicht klappt das sogar. Dann warum nicht, ne? Hat er nicht abgefahren? Gut, der passt mit dem Kurs was nicht. Weil wir hatten wohl, er findet keinen Kurs zurück. Oder ich muss mal gucken, wie das in der Marsch gemacht wurde. Oh, es hat ja geklappt. Oder? Weil kein Kurs zurück geht zum Kurs.
Hatte ich auch gerade die kräftige, naja, Aufsetzer kann man sagen, ne? Also weiß nicht, wo ich herkomme. Also ich bin so mein Programm, dass ich nicht Zeit sehen kann. Oh, ja. Keiner gesehen. Ich muss mal gucken, mein Aufnahmeprogramm. Das ist hier. So. Ich muss ja sehen, was los ist, ne? Sonst wäre egal, aber. Die Folgenlänge soll ja eingehalten werden. 15 bis 20 Minuten ungefähr. So. Jetzt gehen wir kurz zum anderen Traktor. Das ist schlecht. Das hat nicht funktioniert. Ich muss mal hier den Kurs anzeigen lassen. Zwar. Soll das so funktionieren? Dass von hier. Halt wieder zurückgehen, ne? So, das ist klar. Und dann machen wir normal vom Feld 10. Machen wir Feld A und B. Das, oh. Gas wegnehmen. Also ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich habe immer öfter diese Einbrüche. Naja, aber es hat doch eine Karte gehabt. Weiß nicht, wo das liegt. Keine Ahnung. So, mal schauen wir hier vorne. Hier ist ja die zweite Abfahrt und noch ein Feld. Aber anscheinend findet er das nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mache mal hier mal eine Zufahrt. Ja. Machen wir so. Oh, jetzt geht hier los. Und ich weiß nicht warum. Nicht warum. So. Hier machen wir Feld 10b. Und jetzt. Einstellen. Normalerweise hört er jetzt die Punkte an. Ich muss gerade rechnen. Verlasse, berechne Fahrt.
Schon ein bisschen komisch. Denn der ist ja voll, der kann er gleich so abholen. Also, nützt ja auch nichts. Die müssen ja zum Markt, ne? Jetzt. Da fahren wir jetzt mit. Weil das jetzt so raushört, was los ist, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon gewesen sein heute. Ich sag mal schon danke fürs Reinschauen. Schon einen schönen Rest Samstag. Und tschüss. Ciao, ciao. Ja. Morgen geht's weiter. Hier in Thüringen. Hoffen wir, der Ernte dann bald fertig ist. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.